Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Ezra Let's Plays. Nachdem wir in den vorherigen Folgen unsere Ezra 2 Welt hier ein wenig weihnachtlich und winterlich eingerichtet haben und all die Wege mit Schnee versehen haben oder auch hier neue Wege errichtet haben, soll es dann in dieser Episode, da wir ja den 25. Dezember haben, also sprich den ersten Weihnachtstag, einen Tag nach dem Heiligen Abend, da soll es darum gehen, mal zu schauen, was denn so in den Geschenken unter unserem Weihnachtsbaum drunter ist, beziehungsweise was da denn drin ist. Denn wir machen es wie in altamerikanischer Tradition, einen Tag nach dem Heiligen Abend am Morgen werden wir die Geschenke hier in der Ezra 2 Welt öffnen. Das liegt auch einfach nur daran, da ich mir Weihnachten ein wenig freigenommen habe, da dachte ich mir, mache ich das Animal Crossing Special und am Tag danach kann man es ja in amerikanischer Tradition in der Ezra 2 Welt auch machen und hier die Geschenke öffnen. Wir mussten sie ja leider selbst platzieren, weil der liebe Santa, der liebe Weihnachtsmann, hat es anscheinend hier nicht in die himmlische Dimension geschafft. Sollten wir vielleicht nächstes Jahr mal einen Wegweiser aufstellen oder sowas, sein Schild, dass er auch hier den Weg in den Ezra findet. Aber wenn wir jetzt mal auch ernst bleiben ein bisschen, dann bin ich schon mal wirklich gespannt, was in den Geschenken drin ist. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was da drin sein kann. Es könnte wie so ein Orb sein, wie diese Continuum Orbs, dass da irgendein zufälliges Item drin ist. Aber vielleicht auch hier mit besonders weihnachtlichem Inhalt, wie zum Beispiel ein Gingerbread Man, also so ein Pfefferkuchenmann oder auch eine Zuckerstange, eine Candy Cane. Ich bin schon gespannt, was drin ist. Ihr seht auch, in meinem Inventar habe ich ein wenig Platz geschaffen. Wir können das ja auch ein bisschen noch nach links schieben, dann sieht man auch direkt, welche neuen Items wir bekommen. Und hey, ein Geschenk haben wir sogar im Inventar. Das stellen wir jetzt einfach mal dazu und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Im ersten Geschenk finden wir TNT. Was war das denn für ein Geschenk? Also, wenn ich unterm Weihnachtsbaum Dynamit finde. Heieiei. Naja gut, was ist hier drin? Auch TNT? Ah, Gingerbread Man. Yay, hier haben wir Pfefferkuchenmänner bekommen. Zum Glück nicht nochmal TNT. Und hier? Weitere Gingerbread Man. Yay. Und das waren Fehlzünder? Nichts? Einfach nur loses Geschenkpapier? Pff. Und wieder nichts? Nee, doch, EP. Ah, Erfahrungspunkte, okay. Wieder TNT, okay. Nochmal TNT. Und nochmal TNT. Ja, Mensch. Also, da hätte ich mir gerne doch schon ein paar bessere Geschenke gewünscht. Nicht nur ein paar Pfefferkuchenmänner. Na gut. Ansonsten würde ich einfach sagen, lassen wir hier noch im winterlichen Andenken unseren Tannenbaum stehen. Wir lassen ihn hier noch ein wenig verweilen. Und ja, gucken dann einfach, dass wir dann, wenn sich die Weihnachtszeit so ein wenig dem Ende neigt, hier vielleicht den Schnee wegmachen. Ich meine, der schmilzt ja auch, wenn dann der Frühling kommt. Und ansonsten lassen wir den Weihnachtsbaum hier erstmal stehen. Wir haben den ja auch für ganz viel Geld gekauft. So ein Tannenbaum ist ja, das fällt mir auch auf. In den letzten Jahren sind diese Tannenbäume immer teurer geworden. Wirklich, die werden immer teurer. Von Jahr zu Jahr kosten Tannenbäume oder Weihnachtsbäume richtig viel Geld. Das ist teilweise echt so eine Abzocke. Und deswegen wird bei uns auch zu Hause der Tannenbaum jedes Jahr, wenn man so möchte, ein wenig kleiner, weil man es, oder weil ich es einfach auch nicht mehr einsehe, so viel Geld dafür auszugeben. Ich meine, ich bezahle jetzt den Weihnachtsbaum nicht, also ich bezahle dafür jetzt kein Geld. Aber ich meine, so im Allgemeinen ist das doch irgendwie, da steht in keiner Relation, dafür so viel Geld auszugeben. Gut, ich würde mal sagen auch, da ich für diese Folge jetzt nichts Spezielles als Bauprojekt geplant habe, werden wir mal, weil wir das noch nicht getan haben, in diese Richtung erkunden gehen. Dort hinten, da waren wir noch nie, aber das ist auch eine sehr weite Strecke, die man zurücklegen muss. Deswegen waren wir da ja auch noch nie. Aber heute möchte ich einfach mal schauen, wie wir da am besten rüberkommen. Und das ist auch gleich eine Frage von mir, wie kommen wir da am besten rüber? Bauen wir uns irgendwie mit Holy Stone rüber oder mit Erde? Ich weiß es gar nicht so genau, wie wir das anstellen wollen. Auf jeden Fall haben wir hier auch unsere schönen Holy Stone Minen, mit denen wir wunderbar was ernten können. Und dann bauen wir uns einfach da mal rüber und vergesst, dass ich gesagt, obwohl wir haben ja, hey, wir haben ja auch Ezra Dirt und vergesst, dass ich gesagt habe, wir ernten da was. Natürlich ernten wir nichts, sondern wir würden, wenn überhaupt, was abbauen. Aber ich werde das jetzt so machen, ich werde mich hier mit dem Ezra Dirt rüberbauen. Und, oder ich guck mal erstmal, wie weit ich mit meinen 128 Steinchen hier komme, beziehungsweise so 131, ich habe ja noch welche im Inventar, genau, 3 Stück habe ich noch im Inventar. Und dann gucke ich erstmal, wie weit ich damit komme. Vielleicht schaffen wir es ja sogar rüber und erkunden dann mal ein paar neue Gefilde.
Gut, ansonsten würde ich gerne auch ein weihnachtliches Thema ansprechen. Jetzt nicht die Weihnachtsbaumverkäufe speziell, irgendwie, ob die Weihnachtsbäume jedes Jahr teurer werden. Das war gerade nur so ein spontaner Gedankengang, der mir gerade einfiel. Darüber möchte ich nicht reden, was vielleicht einige vermutet haben. Sondern ich möchte eine kleine Frage aufgreifen. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, was ihr denn so zu Weihnachten macht, beziehungsweise jetzt da gemacht habt. In der einen Episode habe ich euch nach euren Weihnachtsgeschenken gefragt. Und da ich euch nicht überfordern wollte und ich dachte, vielleicht weiß der eine oder andere noch gar nicht, wie der Weihnachtsabend so aussehen wird. Und wunderbar, wir sind ja gleich schon drüben. Da ich noch nicht wusste, ob der eine oder andere vielleicht schon weiß, wie der Weihnachtsabend aussieht und so weiter und so fort, habe ich mir einfach gedacht, fragst du das mal einfach nach Weihnachten. Wie ihr zum Beispiel, Weihnachten verbracht habt. Also ich mache das immer so, beziehungsweise das war auch seit jeher so und wird, glaube ich, auch immer so sein, dass ich Weihnachten zu Hause bei der Familie verbringe. Obwohl es ja auch durchaus Leute geben soll, die vielleicht jedes Jahr an Weihnachten in den Urlaub fahren und da an einem speziellen Ort feiern. Es kann natürlich auch sein, dass manch eine gar keine Weihnachten feiern. Das fällt dann natürlich weg oder das braucht ihr dann nicht schreiben. Ist natürlich klar, dass man es dann gar nicht feiert. Und ansonsten, aber wenn ihr zum Beispiel Weihnachten feiert, würde es mich mal so interessieren, nicht nur wo ihr feiert, sondern vielleicht auch, was ihr da so macht. Ich kann ja mal einfach erzählen, wie das bei mir so abläuft. Und zwar ist es jedes Jahr so, dass meine Großeltern zu mir nach Hause kommen, dass wir praktisch bei mir zu Hause feiern und dann im Sinne von feiern immer eine schöne Pute verspeisen. Also da wird Pute gemacht mit Klößen, mit Kartoffeln und mit ein bisschen Soße und ansonsten halt so eine richtig deftige Pute. Da freue ich mich auch jedes Jahr aufs Neue drauf. Also wenn es dann endlich Weihnachten ist, dann freue ich mich vor allen Dingen aufs Essen. Und das ist so bei uns das traditionelle Essen, dass wir dann halt an Weihnachten eine schöne Pute machen, uns dann an so einen schönen großen Tisch setzen und ein bisschen miteinander quatschen und so weiter und so fort, was man halt so eben mit der Familie macht. Und dann ist es meist so, dass wir nach dem Essen Bescherung machen, beziehungsweise Bescherung machen. Ich weiß gar nicht, wie man das genau ausdrücken soll, aber dann gibt's halt die Geschenke, beziehungsweise dann feiern wir das, diesen eigentlichen Prozess von Weihnachten, also, wow, typische Esserleck mal wieder, aber dann gibt's halt Geschenke nach dem schönen Festmahl, nach dem schönen Essen und dann, nachdem wir die Geschenke so erhalten haben oder ausgetauscht haben, da kommt das Gift her, alles klar, nachdem wir die Geschenke ausgetauscht haben, werden wir dann meist noch ein bisschen, weiter quatschen, hören noch ein bisschen Musik, so Weihnachtsmusik, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Fan bin von den alljährlichen Weihnachtssoundtracks oder von den Soundtracks hört sich noch so episch an, aber von den alljährlichen Weihnachtsliedern. Manchmal kann ich mich da doch einbringen und lass irgendwie auch mal neue Weihnachtsmusik einspielen. Aber, naja gut, so wie die älteren Leute nun mal sind, ganz klischeehaft übereinander gestapelt einfach mal oder einfach mal ganz klischeehaft gesprochen, es werden immer nur die gleichen alten Weihnachtslieder gehört. Obwohl ich sagen muss, ein bisschen Tradition hat es ja auch. Und so schlimm ist es dann doch nicht. Aber nun gut, dann wird ein bisschen Weihnachtslieder gehört, ein bisschen Weihnachtsmusik gespielt. Und als nächstes ist es dann meistens so, dass wir dann auch irgendein Brettspiel auskramen. Sei es Monopoly, sei es irgendwie ein Kartenspiel, ein ganz normales oder was weiß ich, was auch immer ist. Wir kramen dann irgendein Brettspiel aus, irgendwie ein Gesellschaftsspiel halt, was man mit mehreren Leuten spielen kann. Spielen das dann und lassen dann so langsam den Abend ausklingen. Früher war es noch so, dass wir in die Kirche gegangen sind, wo ich noch etwas jünger war, beziehungsweise wo ich, wie alt war ich da, wo ich 12 war, ich glaube ab da haben wir es dann nicht mehr gemacht, was aber jetzt nicht irgendwie etwas damit zu tun hat, dass ich jetzt nicht mehr so religiös bin wie früher. Ich meine, ihr wisst das, ich bin jetzt nicht mega religiös, aber ich bin jetzt auch nicht mega ungläubig, wenn man das so ausdrücken darf, aber es ist einfach so, Weihnachten in die Kirche. Ich meine, ich gehe das ganze Jahr nicht in die Kirche. Wieso soll ich dann an Weihnachten in die Kirche gehen, ist einfach mein Gedankengang. Manche sagen zwar, hey, komm schon, das ist Tradition, so Weihnachten und Kirche. Da Weihnachten hat ja auch Jesus Christus Geburtstag, beziehungsweise wurde Jesus geboren. Kann man ja alles auch verknüpfen, habe ich ja auch nichts gegen. Aber die Kirche bei uns wird immer so voll und es ist einfach nur richtig ätzend auch, finde ich, dass die Kirche, das ist ja einfach eine Kritik, die ich an der Kirche bzw. am Gottesdienst habe, die Kirche bzw. der Gottesdienst relativ langweilig ist, es spricht mich eher weniger an,
Und ich weiß nicht, dann sitze ich doch lieber zu Hause und spiele mit den Verwandten ein paar lustige Brettspiele, hab dann einen netten Abend und gehe nicht noch irgendwie in die Kirche. Also das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht, ja, sagt ihr auch, hey, das mit der Kirche ist ein schönes Gefühl, da gehe ich jedes Jahr hin, hat auch, wie gesagt, was Traditionelles. Soll dir jedem überlassen sein, aber bei mir ist es jedenfalls so, dass ich schon seit längerem da auch nicht mehr in die Kirche gehe. Das Einzige, was ich mache, ist wohl ab und zu vielleicht an den Weihnachtstagen darauf, oder das heißt ab und zu halt, wie ich dann halt Lust habe, am ersten oder zweiten Weihnachtstag in so ein Jugendtreff zu gehen. Ich weiß nicht, wie das ganz genau heißt, Jugendmesse, Jugendtreff, wie auch immer. Das ist so ein Gottesdienst für Jugendliche, mehr oder weniger müsst ihr euch das vorstellen. Nur es ist halt nicht wie so ein schnöder öder Gottesdienst gehalten, sondern halt neumodischer und auch attraktiver gestaltet. Das sehe ich dann noch wohl ein, dass ich da hingehe, beziehungsweise das mache ich auch freiwillig von mir. Da wird man nicht so als Kind mitgeschleppt und von den Eltern gezwungen. Da würde ich auch sagen, finde ich das ganz nett. Aber ansonsten gehört das für mich einfach jetzt nicht so dazu, beziehungsweise ich sag eher an Weihnachten. Da verbringe ich den ganzen Tag, was ist hier überhaupt mit den Blöcken los? Komisch, na gut, an Weihnachten verbringe ich lieber den Tag mit der Familie zu Hause und esse ein bisschen was, unterhalte mich ein bisschen und ja, hab halt einen netten Abend auch mit Brettspielen und so weiter und so fort, mit ein bisschen Musik und so läuft Weihnachten nun mal bei mir ab. Und da ist halt die Frage, wow, was ist jetzt los? Mega, aha, danke schön, lieber Esser, danke, dass du wieder da bist. Ja, so lange Standbilder sind ja auch eher selten. Aber was ich sagen wollte, da ist halt die Frage, wie läuft das denn bei euch ab? Also, habt ihr so einen ähnlichen Ablauf oder sagt ihr, naja, bei uns ist das eigentlich vollkommen egal, da macht die Mutter Pommes in der Fritteuse und dann war's das auch schon. Okay, das soll jetzt auch nicht so abwertend klingen, aber ja, manche legen halt vielleicht gar nicht so viel Wert auf Weihnachten. Manche sagen vielleicht auch, ganz streng um 15 Uhr in die Kirche, dann bis 16 Uhr und dann muss das unbedingt alles reibungslos ablaufen. Kann ja komplett unterschiedlich sein. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das so bei euch ist. Und ansonsten baue ich mich jetzt hier noch irgendwie rüber, würde dann aber gleich auch schon zur nächsten Thematik übergehen, wenn ich mich denn hier rüber gebaut habe. Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Esser Let's Plays. Nachdem wir in den vorherigen Folgen unsere Esser 2 Welt hier ein wenig weihnachtlich und winterlich eingerichtet haben und all die Wege mit Schnee versehen haben oder auch hier neue Wege errichtet haben, soll es dann in dieser Episode, da wir ja den 25. Dezember haben, also sprich den ersten Weihnachtstag, einen Tag nach dem Heiligen Abend, da soll es darum gehen, mal zu schauen, was denn so in den Geschenken unter unserem Weihnachtsbaum drunter ist, beziehungsweise was da denn drin ist. Denn wir machen es wie in altamerikanischer Tradition, einen Tag nach dem Heiligen Abend am Morgen werden wir die Geschenke hier in der Esser 2 Welt öffnen. Das liegt auch einfach nur daran, da ich mir Weihnachten ein wenig freigenommen habe, da dachte ich mir, mache ich das Animal Crossing Special und am Tag danach kann man es ja in amerikanischer Tradition in der Esser 2 Welt auch machen und hier die Geschenke öffnen. Wir mussten sie ja leider selbst platzieren, weil der liebe Santa, der liebe Weihnachtsmann, hat es anscheinend hier nicht in die himmlische Dimension geschafft. Sollten wir vielleicht nächstes Jahr mal einen Wegweiser aufstellen oder sowas, sein Schild, dass er auch hier den Weg in den Esser findet. Aber wenn wir jetzt mal auch ernst bleiben ein bisschen, dann bin ich schon mal wirklich gespannt, was in den Geschenken drin ist. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was da drin sein kann. Es könnte wie so ein Orb sein, wie diese Continuum Orbs, dass da irgendein zufälliges Item drin ist. Aber vielleicht auch hier mit besonders weihnachtlichem Inhalt, wie zum Beispiel ein Gingerbread Man, also so ein Pfefferkuchenmann oder auch eine Zuckerstange, eine Candy Cane. Ich bin schon gespannt, was drin ist. Ihr seht auch, in meinem Inventar habe ich ein wenig Platz geschaffen. Wir können das ja auch ein bisschen noch nach links schieben. Dann sieht man auch direkt, welche neuen Items wir bekommen. Und hey, ein Geschenk haben wir sogar im Inventar. Das stellen wir jetzt einfach mal dazu. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Im ersten Geschenk finden wir... TNT? Was war das denn für ein Geschenk? Also, wenn ich unterm Weihnachts... das hat mich jetzt sehr...